Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video auf dem Kanal Alkuchen. Ja, das Video ist ein bisschen spontan jetzt natürlich entstanden. Ich glaube, das seht ihr auch dadurch, dass ich halt kein Ansteckmikrofon habe oder dadurch, dass ich halt in meinem Zimmer sitze und nicht irgendwo an einem komischen Waldweg. Genau, in diesem Video soll es einfach nochmal um die Relegation gehen. Ich glaube, ich habe da wahrscheinlich vor 2, 3, 4 Jahren schon mal ein paar Videos drüber gemacht, weil mich das halt doch jedes Jahr wieder enorm aufregt, um ehrlich zu sein. Und ich finde, man sollte Kritik halt immer dann üben, wenn es halt gerade auch im Thema aktuell ist. Also man sollte Kritik immer üben, aber dann bringt es natürlich mehr, wenn gerade Leute halt darüber reden. Und deswegen möchte ich euch in diesem Video einfach mal meine Meinung zu der Relegation sagen. Und ich kann euch direkt sagen, dass ich die halt, also das ist wirklich die dümmste Regel ist, die, glaube ich, im deutschen Fußball oder generell im Fußball existiert. Also in der Champions League und so weiter ist es ja schon komplett überholt und unnötig. Die UEFA will das ja sogar abschaffen, haben die schon des Öfteren gesagt. Aber das Ganze halt auf deutschem Boden zu machen, also wo nur deutsche Mannschaften gegeneinander spielen, ist halt wirklich das Dümmste, was man sich überhaupt hätte ausmalen können. Und ich weiß nicht, ob der deutsche Fußballverband da irgendwie einfach den Erstligisten nochmal eine kleine Möglichkeit geben möchte, ja, mehr Chancen zu haben in der Liga zu bleiben oder was das eigentlich sein soll. Aber in diesem Video soll es halt, wie gesagt, genau darüber gehen. Bevor jetzt allerdings irgendwelche Leute direkt in die Kommentare schreiben, du kennst Bremen einfach nicht, jetzt kennen die doch mal, die haben das verdient. Ja, Bremen, also ich finde es in Ordnung, dass Bremen der ersten Liga ist. Bremen ist für mich ein ganz klarer Traditionsverein, also ist ja halt auch faktisch einfach so. Die sind, seitdem ich denken kann, in der ersten Liga, die gehören für mich auch einfach dazu. Ja, also ich glaube, die waren noch nie, seitdem ich auf der Erde bin, in der zweiten Liga. Bin ich mir gar nicht so sicher, vielleicht mal ein Jahr oder so. Aber sind natürlich immer gut gewesen. Ich meine, früher haben die auch mal ein bisschen international gespielt, die sind ja auch mal Meister geworden und so. Ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall in die erste Liga gehört. Heidenheim hätte es allerdings auch genauso gegönnt, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen menschlich, dass man bei sowas immer eher für den Underdog ist, einfach weil man halt die Sensation haben möchte. Und ich hätte das Heidenheim tatsächlich auch gegönnt, muss ich sagen. Also wahrscheinlich wären sie der schlechteste Aufsteiger ever geworden. Ja, ich wette, die hätten nicht mal eine zweistellige Punktzahl hingekriegt in der ersten Liga, wenn man schon gegen Bielefeld da so untergeht. Aber es wäre auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Außerdem hätte Bayern dann safe irgendwie ein 8-0 oder sowas gemacht und das ist ja auch wieder lustig. Genau, warum finde ich die Relegation halt erstmal generell vielleicht ganz doof? Fangen wir erstmal damit an, ohne auf die Auswärtstorregel zu gehen. Genau, der Grund, warum ich die Relegation einfach nicht gut finde, ist halt einfach, dass eine ganze Saison mit 2 Spielen halt einfach entschieden wird. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal die Bundesliga-Tabelle anguckt, ich habe die hier nämlich schon direkt aufgemacht, Bremen hatte halt einfach 31 Punkte und der 15. hatte 36 Punkte. Dazu hat sich Bremen halt wirklich erst am allerletzten Spieltag wirklich auch durch ein bisschen Glück, muss man sagen. Also klar, die haben halt 6-1 gewonnen, aber alleine, dass Köln da gar nicht existent ist, ist schon sehr, sehr lucky, muss man sagen. Haben sich wirklich am letzten Spieltag gerade so noch auf den 16. Platz gerettet. Der 16. zeigt doch einfach schon, dass die Leistung einfach für diese Liga nicht gut genug ist. Ich meine, guck dir zum Beispiel Hamburg an. Hamburg hat, glaube ich, 4, 5 oder 6 Jahre wirklich absolute Kacke gespielt. Ja, die waren 2014 und 2015 zweimal hintereinander in der Relegation und haben da zweimal und sind da zweimal unverdient, haben sie die Relegation gewonnen und sind dann in der ersten Liga geblieben. Und jetzt sieht man ja auch quasi, jetzt wo sie abgestiegen sind, kommen sie halt auch nicht mehr hoch, weil die Leistung einfach nicht gut genug ist. Warum kann eine Mannschaft, die eine ganze Saison halt komplett scheiße gespielt hat, und das war bei Bremen einfach so, diese komplett desaströse Leistung damit quasi nochmal gut machen, dass sie am Ende in 2 Relegationsspielen im Endeffekt 2-2 spielen. Wo man ja auch wieder sagen muss, sie waren ja nicht mal besser, deswegen stand es ja 2-2, das ist ein Unentschieden. So, und genauso ist das auch für den Zweitligisten halt einfach mega unfair. Heidenheim hat super geil gekämpft. Guckt euch zum Beispiel das Spiel gegen Hamburg an. Wie die da in der 90. Minute, gut, das ist bei Hamburg eigentlich normal, aber wie die da wirklich 90 Minuten komplett Leistung gebracht haben, nicht einmal haben den Kopf hängen lassen oder sonst irgendwas und am Ende halt diesen Sieg hatten. Diese ganzen Sachen, diese ganze Saison ist jetzt nichts wert. Dass die Dritte, ach Digga, warum muss der Typ da jetzt bohren, Alter? Was soll das, Junge? Hast du mal was von Mittagsruhe gehört, du kleiner Go, Alter? So, die ganze Saison von Heidenheim ist jetzt quasi im Arsch. Die zählt einfach nicht mehr. So, die sind Dritter geworden, krass, aber es bringt denen einfach gar nichts. Das heißt, es ist so, ja, für die halt, als hätte es die Saison nicht gegeben, sag ich einfach mal. Sie haben halt nichts davon. Obwohl sie halt gekämpft haben, obwohl sie alles gegeben haben, obwohl sie auch von der Leistung her
ganz klar in die erste Liga gehören. Zumindest halt von der Leistung in der zweiten Liga. Sie sind halt Dritter geworden. So, im Endeffekt muss man dazu auch einfach sagen, ist die Relegation halt maximal unfair. Die Relegation wurde 2019 eingeführt. Das heißt, es gab jetzt, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, doch 12. 12 Mal die Relegation. Und gerade mal dreimal hat der Zweitligist gewonnen. Das war Nürnberg, aber halt gegen Cottbus. Also das war klar, dass die das schaffen. Dann Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Und 2019 hat Union Berlin es gegen Stuttgart geschafft. Da ist übrigens auch wieder genau das gleiche. Hinspiel war 2-2 in Stuttgart und das Rückspiel Union Berlin endete 0-0. Ist natürlich klar, Union Berlin, klar die bessere Mannschaft nach 180 Minuten. Wenn es 2-2 steht, da sind die natürlich aufgestiegen. So, das Ding ist aber, dass man ja hier schon ganz klar sehen kann, dass halt 9 Erstligisten quasi die Liga gehalten haben. Und das liegt natürlich einfach daran, dass die Zweitligisten halt einfach ja vom Leistungsniveau her halt viel, viel niedriger sind als die Erstligisten so. Das ist ja ganz klar. Guckt euch zum Beispiel einfach mal an, wie so der durchschnittliche Kaderverdienst, ne, nicht Kaderverdienst, sondern der Kaderwert von einer Erstligamannschaft gegen eine Zweitligamannschaft ist. Natürlich hängen die komplett hinterher. In der ersten Liga gibt es halt viel mehr Geld zu holen, alleine schon wegen TV-Geldern und, was da noch alles reinkommt. So alleine auch der Hype, wenn eine Mannschaft halt in der ersten Liga ist, so, da kriegt man durchschnittlich wahrscheinlich auch mehr Zuschauer ins Stadion. Ich denke, wenn Heidenheim aufgestiegen wäre, dann wäre das Stadion wahrscheinlich auch des Öfteren mal ausverkauft gewesen, als es in der zweiten Liga der Fall ist. So, weil Leute natürlich auch einfach Bock haben, Mannschaften wie Dortmund oder Bayern vielleicht doch einfach mal live im Stadion zu sehen, wenn man da aus Heidenheim kommt. So, und das heißt, man hat einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Und gerade wenn man das über Jahre hatte, zum Beispiel auch Werder Bremen, ich meine, ist jetzt nicht der reichste Verein, aber an sich haben die ja einen ganz guten Kader für die erste Liga. Also es ist in Ordnung. Ich denke mal, damit musste man jetzt nicht unbedingt 16. werden. So, und Heidenheim hat halt eine Mannschaft, die halt eher durch Kampf und Willen halt das Ganze geschafft haben, als durch Einzelleistung der Spieler, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe nicht jedes Spiel von Heidenheim gesehen. So, und Erstligisten sind da halt einfach grundsätzlich immer bevorzugt. So, und das ist doch einfach unfair, weil man einfach gar nicht die gleichen Möglichkeiten hat. So viel auf jeden Fall schon mal dazu. Ich finde also, die Relegation ist halt wirklich absolut dämlich und überholt. Wer eine gute Saison gespielt hat, sollte die Möglichkeit haben, sich in Liga 1 zu etablieren. Ich meine, guck dir zum Beispiel einfach mal Düsseldorf an. Klar, die sind immer mal wieder auf und abgestiegen so, aber jetzt gerade zum Beispiel die sind jetzt abgestiegen, ne? Aber die haben sich vorher halt, die haben ja zum Beispiel letzte Saison auch richtig gut gespielt. So, ne, das heißt, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass auch Aufsteiger sich dann durch dieses zusätzliche Geld, was man halt bekommt, dafür, dass man dann in der ersten Liga spielt, sich vielleicht auch bessere Spieler holt und es durchaus auch schaffen kann, nicht direkt wieder abzusteigen. Klar, bei Heidenheim ist das jetzt vielleicht ein bisschen unrealistisch, muss man tatsächlich zugeben, aber zum Beispiel Nürnberg hat die Relegation verkackt, danach sind sie ja, ich glaube, das Jahr wieder aufgestiegen und sind ja auch sind letztes Jahr, glaube ich, erst wieder abgestiegen, also auch die haben sich da länger oben gehalten. Augsburg zum Beispiel sind 2010 in der Relegation gescheitert, die sind jetzt auch ein Club, den kann man sich fast gar nicht mehr nicht in der ersten Liga vorstellen. So, das heißt, es gibt immer wieder Vereine, die das schaffen, aber durch diese Relegation wird denen einfach ein Stein in den Weg gelegt. Und das ist einfach nicht fair. Und ich verstehe auch nicht, warum man das halt überhaupt wieder eingeführt hat. Weil wer keine Leistung gebracht hat, der muss in Liga 2 gehen. Ende. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja gut, aber daran gehen Vereine dann zugrunde. Ja, dann hätte man halt bessere Leistung zeigen müssen. So, dann hätte man besser wirtschaften müssen, hätte sich vielleicht bessere Spieler holen müssen. So, du kannst ja nicht sagen, ja okay, ihr habt jetzt komplett Scheiße gebaut mit dem Verein und ihr seid pleite, weil ihr absteigt. Deswegen geben wir euch die Chance, das Ganze nochmal zu retten. So, was soll das? So, vor allem ist es ja auch an sich einfach nicht fair. Weil ihr müsst mir überlegen, der Dritte der zweiten Liga ist ja theoretisch nicht so gut wie der 16. der Ersten. Also es wäre so gesehen fairer, macht natürlich keinen Sinn, aber der 16. quasi gegen den Ersten. So, das wäre vom Leistungsding, würde das eher Sinn machen, weil der 16. ja quasi der erste Absteiger ist und er spielt gegen den dritten Aufsteiger. So, versteht ihr, was ich meine? Das Ding ist halt, diese Auswärtstorregel wurde halt 1965 mal eingeführt von der UEFA. Ich habe das hier auch mal rausgesucht, weil viele Leute denken nämlich, dass das halt einfach nur daran liegt, dass man ja diesen Heimvorteil hat durch die Zuschauer. Tatsächlich ist das halt gar nicht belegt, dass es diesen Heimvorteil, sage ich mal, bei sowas gibt, weil es kann natürlich auch einfach einen Megadruck bedeuten. So, ne, gar keine Frage. Also wenn du jetzt da spielst und du weißt, okay, da sind jetzt 20, 30, 40, 50.000 Fans in der Kurve, ja, und die wollen dich hier gewinnen sehen und wenn du das nicht tust, dann kannst du dir aber was anhören von denen. Ich glaube, das ist halt eher Druck. Natürlich ich kann das auch pushen, aber deswegen, es fahren ja auch Auswärtsfans mit und die können auch laut sein, guck dir Frankfurt an. Also tatsächlich ist es gar nicht so bewiesen, sage ich mal, dass das halt nur ein also dass es diesen Heimvorteil halt wirklich gibt auf dem Papier. So, das Ding ist, warum das halt mal eingeführt wurde, war halt erstmal die Sache, dass es halt bei internationalen Wettbewerben, also wenn du zum Beispiel von Deutschland nach England musstest oder von Deutschland nach Spanien oder sowas, dass halt einfach die Reise
Strapazen halt viel schlimmer waren. So, wenn du 1965 mal von Deutschland nach Spanien gereist bist, dann war das bei weitem nicht so komfortabel wie heute. Ja, also heute steigst du einfach in Airbus 730 ein, wo nur du und deine Mannschaft sitzt. Dann fliegst du dahin, kommst ins beste Luxushotel, was es wahrscheinlich gibt in der Stadt, wo du spielst, wo du halt auch einen Tag vorher bist. Dann kannst du dich da ausruhen, da gibt es wahrscheinlich Massagen, da wird Essen und alles für dich gemacht. Also da bleibt kein Wunsch irgendwie weg. Dazu war es tatsächlich halt auch so, dass die Plätze und Bälle damals noch gar nicht genormt waren. Wahrscheinlich gab es halt irgendwelche Dinger von bis oder sowas, aber zum Beispiel bei uns ist das auch so immer gewesen, das kennt ihr wahrscheinlich, zum Beispiel Kunstrasenplätze sind ja kleiner. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Kreisklasse weißt, okay, der Gegner ist laufschnell so, die haben eine krasse Ausdauer, dann spielst du halt nicht auf dem großen A-Platz, wo Rasen drauf ist, sondern gehst auf den kleinen Kunstrasenplatz, wo sie halt nicht laufen können und ihre Stärken nicht ausspielen können. Und genauso ist das ja quasi auch. Also ist ja nicht so, dass sie sich jetzt einen Platz aussuchen können, sie haben ja den einen Platz. Aber wenn der halt kleiner ist als zum Beispiel der eigene, dann ist das einfach eine mega Umstellung. So, und das ist ja heute zum Beispiel einfach nicht mehr der Fall. Dazu ist einfach Fußball und seine Spieler sind einfach ja, viel professioneller. So, eine Schiedsrichter lassen sich zum Beispiel auch von der Heimkulisse einfach viel weniger beeindrucken als früher. So, grundsätzlich geht das auch durch den Videoschiedsrichter. Es soll fairer zugehen auf jeden Fall. Man kennt auch die Details der Gegner halt einfach besser. So, ne, man weiß halt, worauf man sich heutzutage einlässt. Damals war das halt auch nicht wirklich der Fall. So, ja, das heißt, diese ganzen Punkte, warum es eigentlich diese Auswärtstorregel gibt, hat erstmal nur was mit dem internationalen Wettbewerb zu tun und hat auch was damit zu tun, dass das halt mal 1965 der Fall war. Wie kann der Deutsche Fußballverband dann 2009 darauf kommen, dass es in der Relegation eine Auswärtstorregel gibt? Alles, also ich kann euch das gerne auch in der Beschreibung verlinken, jeden Punkt, den ich euch da vorgelesen habe, der trifft, wenn überhaupt, nur international zu. Nicht auf die Bundesliga, nicht auf den deutschen Boden, sondern international auf Europa gesehen. Also wie man auf so eine dumme Entscheidung überhaupt kommen kann, das Ganze zu machen, verstehe ich halt einfach nicht. So, und ich meine, es war ja halt wirklich schon des Öfteren so. Zum Beispiel mal ein paar Beispiele. Hamburg gegen Greuther Fürth. Das Hinspiel war damals 0-0 in Hamburg. Das Rückspiel in Greuther Fürth war 1-1. Beide Mannschaften waren doch einfach gleich gut nach 180 Minuten. Keiner war besser als der andere. Warum bleibt Hamburg dann drin? Einfach nur aus dem Grund, dass sie halt ein Auswärtstor geschossen haben. Wo ist das mehr wert? Das ist überhaupt nicht mehr wert. Normalerweise hätte es halt einfach in die Verlängerung gehen sollen. So, und selbst wenn man jetzt sagt, okay, aber dann hast du ja den Heimvorteil länger, das könnte man zwar so argumentieren, aber genauso könnte man sagen, okay, für den verlängerten Heimvorteil hat der Zweitligist aber auch grundsätzlich schlechtere Chancen in der Relegation, weil er den schlechteren Kader hat. Das wäre also fast eher noch ein Ausgleich, wenn man das Ganze so argumentieren möchte. Ja, oder zum Beispiel auch Hamburg gegen Karlsruhe oder zum Beispiel auch Wolfsburg gegen Eintracht, kann man zum Beispiel beides nehmen. Da gab es einfach krasse Schiedsrichter-Fehlentscheidungen. Bei Karlsruhe wurde, glaube ich, gegen Karlsruhe dann ein Elfmeter gegeben oder sowas und der ist dann halt reingegangen. Und genau, da stand es, glaube ich, 1-1 in der Verlängerung. Dann gab es da, oder war das ein Freistoß oder sowas, der keiner war. Auf jeden Fall irgendeine Fehlentscheidung war da, ich bin mir gerade selber nicht so sicher. So, auf jeden Fall war danach klar, so Karlsruhe ist halt einfach draußen. So, weil wenn du in der Verlängerung das 2-1 kassierst, musst du dir mal überlegen, du brauchst zwei Tore. Wie willst du zwei Tore in maximal 30 Minuten machen gegen Gegner, der sowieso stärker ist? So, das heißt, das Spiel kannst du halt einfach wegwerfen. Deswegen war es ja zum Beispiel auch bei dem 2-1 von Bremen schon klar, jo, Heidenheim schafft das nicht. Schon mal Props, dass die überhaupt noch das 2-2 gemacht haben. So, da brauchst du halt einfach nicht weiterspielen, weil du schon da weißt, jo, das war es halt sowieso. Genau, das heißt, oder auch bei Wolfsburg gegen Eintracht gab es einen Elfmeter für Wolfsburg. Im Hinspiel, glaube ich, war das, genau. Der war auch einfach keiner. So, und wenn das Spiel jetzt 0-0 ausgegangen wäre, ich meine, sie haben das Rückspiel zwar auch 1-0 verloren, aber es ist ja klar, dass Braunschweig hätte theoretisch erstmal 1-0 für die Verlängerung machen müssen, beziehungsweise 2-0, um weiterzukommen. Wie gesagt, gegen einen besseren Gegner, wo es sowieso unrealistisch ist, dass man das halt schafft. So, das heißt, hier ist die Chancengleichheit einfach nicht gegeben, wenn der Schiedsrichter scheiße pfeift. So, und zwei Spiele, ja, sollen dann halt einfach dafür entscheiden, ob das halt eine gute Saison war oder nicht. Und wenn der Schiedsrichter dann in diesen zwei Spielen eine Fehlentscheidung macht, dann kann ich das einfach alles kosten. Und das geht meiner Meinung nach wirklich gar nicht fit. Genau, Werder Bremen hat nach der Leistung gegen Heidenheim meiner Meinung nach es auch überhaupt gar nicht verdient, in der Liga zu bleiben. Also wer gegen einen Zweitligist und dann auch noch Heidenheim es halt nicht schafft, in 180 Minuten ein Spiel zu gewinnen. Und ich meine, wie gesagt, Heidenheim wusste nach dem 2-1 auch, dass sie draußen waren. Gut, wahrscheinlich wusste Bremen auch, dass sie das geschafft haben, ne? Aber sie haben nach 180 Minuten 2-2 gespielt gegen den Zweitligisten. Wo ist das denn fair, dass Heidenheim ja quasi die Saison jetzt verloren hat sozusagen? So, die ist halt einfach weg. Sie haben nichts dazu gewonnen. Vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil die höher platziert waren in der Liga, aber das war's. Erklärt mir bitte, wo die Relegation in irgendeiner Art und Weise fair sein soll. Es ist einfach maximal unfair für die Mannschaft, die in der unterklassigen Liga ist. Vor allem, weil gerade der Leistungsabfall von der ersten und zweiten Liga einfach enorm ist. Von der zweiten und dritten nicht so krass, da steigt der dritte halt mal öfter aus, aber in der ersten und zweiten ist es halt nicht der Fall. Und das ist einfach unfair. Also, wenn ihr unbedingt
wollt, dass die Mannschaften unbedingt in der ersten Liga bleiben, dann schafft die Relegation ab, sagt der 17. und 18. steigt ab und gut ist. Aber so eine Scheiße könnt ihr euch ganz ehrlich sparen. Catherine's Ball.